Hallo meine Füchse, ich weiß, es gab eine kleine Pause in meinen Videos, aber ich bin wieder da und ich hatte euch auf Instagram und auch auf Facebook gefragt, was ihr gerne sehen wollt und ihr habt euch für die Moves-Videos entschieden. Darum gibt es jetzt eine neue kleine Serie der Serie für Wrestling 101. Es geht um Moves und anfangen werden wir mit dem Signature und dem Finisher Move. Also, los geht's! Fangen wir an mit dem Signature Move. Was ist das eigentlich? Ein Signature Move wird auch Trademark Move genannt, was schon darauf ein bisschen auf seine Funktion hinweist. Und zwar ist das das Markenzeichen eines Wrestlers. Oder so, weil Signature Moves gibt es auch außerhalb vom Wrestling. Meist sind das größere Moves wie ein DDT oder ein eingesprungene Clothesline oder was ich mache, ein Sling Blade. Diese Moves hat der ausführende Wrestler meistens so perfektioniert, dass sie eine Wendung im Match, egal in welche Richtung, herbeiführen können. Dadurch tauchen die auf der Card auch sehr wenig auf und andere Wrestler halten sich normalerweise dran oder haben vorher abgesprochen, dass sie eben den Signature Move eines anderen Wrestlers in ihrem Match nicht verwenden. Allerdings führt der Signature Move noch nicht zum Ende des Matches. Das macht der Finisher. Streng genommen ist der Finisher aber eigentlich auch ein Signature Move, denn auch er ist das Markenzeichen eines Wrestlers. Aber wir haben, also die Unterteilung hat sich zumindest eingebürgert, dass der Finishing Move der Move ist, der das Match einfach beendet. Das ist der größte Move, das ist ein vernichtender Move. Danach steht keiner mehr auf oder danach wird so schnell getappt, dass die Person einfach keine Chance mehr hat. Was vor allem bei der WWE häufiger vorkommt, aber auch bei kleineren Ligen, ist, dass nach dem Finishing Move der Gegner gepinnt wird und auskickt. Sprich, der Pin wird nicht bis 3 durchgezählt oder aber, wenn der Finishing Move eine Submission ist, wird einfach nicht getappt. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stilmittel für uns, denn damit zeigen wir oder damit heben wir einen Gegner noch höher. Wir heben ihn über unseren Finishing Move. Denn normalerweise steht danach keiner mehr auf. Sprich, das ist wirklich eine Ehre. Das zeigt, dass jemand auf dem Weg nach ganz, ganz, ganz oben ist. Leider, meiner Meinung nach, und wenn ich mich so umhöre von vielen Leuten, wird das viel zu oft verwendet. Finisher sind was Schützenswertes. Also lasst nicht jeden daraus auskicken. Das sollte nicht nur im Match, sondern tatsächlich in der kompletten Storyline, wenn nicht sogar in der Karriere, einen Sinn machen. Wenn ihr mit dem Wrestling anfangt, natürlich wollt ihr einen Finisher und auch ein paar Signature Moves haben, das ist klar, aber warum eigentlich? Warum brauchen wir die? Natürlich einerseits als Erkennungszeichen. An diesem Move kann man euch erkennen, kann man euer Moveset erkennen und eben auch euren Stil, eventuell sogar euer Gimmick, je nachdem, was ihr für einen Finishing Move oder Signature Move habt. Im Match an sich hat der Signature bzw. der Finisher aber eine andere Funktion, nenne ich das jetzt einfach mal. Und zwar sollen sie den Spannungsbogen im Match oder halt auch die Richtung des Matches anzeigen. Das heißt, unsere Signature werden eingesetzt auf, hoffentlich, wir lernen das und wir hoffen, das so umzusetzen, auf eine Art und Weise, die den Zuschauer unterhält, die eben die Spannung steigert. Wenn jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Heat war und der Face die ganze Zeit nur drauf bekommen hat und plötzlich bricht er aus und es kommt ein Signature Move. Das ist einfach ein Wechsel des Tempos im Match. Das ist eine ganz andere Spannung, die wir damit generieren wollen. Außerdem zeigt er ein Signature Move zumindest an, dass der Wrestler es ernst meint. Also wenn es der Face die ganze Zeit dominiert hat und plötzlich holt der Heel seinen unfairen, nicht ganz so netten Signature Move raus, dann wissen wir, okay, der hat sowas von genug und jetzt kriegt der Face mal auf die Fresse. Beim Finishing Move ist es ähnlich, wenn jemand seinen Finisher anzeigt. Ich meine, jeder kennt das hier. Dann meint der Wrestler ernst, dann will er den Sack zumachen. Oder sie. Ich denke mal, Finishing Moves an sich kennt jeder, die berühmten Geläufigen. Zum Beispiel den Stunner von Stone Cold, den ich mir ein bisschen abgeguckt habe. Aber abgewandelt. Die Sweet Chin Music von Shawn Michaels oder den Tombstone Piledriver vom Undertaker. Da müssen wir jetzt nicht so viel drüber diskutieren. Jeder weiß, was ein Finisher ist. Ein Signature Move wäre aber zum Beispiel ein nettes Beispiel, der Chokeslam oder auch das auf dem Seillauf vom Undertaker. Vielleicht, dass ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen könnt.
Was euch sicher auch schon aufgefallen ist, ist, dass viele Leute ihren Signatures, aber hauptsächlich ihren Finishers, einen anderen Namen geben. Und klar, das ist cool, das finden wir lustig und so machen wir uns zu etwas Besonderem. Ich meine, ihr hört den Sarkasmus ein bisschen raus. Es ist marginal wichtig, vor allem für Leute, die vielleicht über das Match schreiben, also für Journalisten oder für Leute, die einen Blog haben, damit sie beschreiben können, welcher Move zum Finisher geführt hat. Dass es eben nicht der Superkick war von Shawn Michaels, sondern die Sweet Chin Music. Ich persönlich finde, man muss den Moves nicht noch mehr Namen geben. Es gibt so viele Moves, die unter vielen verschiedenen Namen bekannt sind, obwohl sie einfach nur schlicht DDT genannt werden können. Aber das sei jedem selber überlassen. Ich finde, man muss seinem Finisher nicht unbedingt einen Namen geben, aber das ist der persönliche Flair. Man kann das natürlich einbringen, man kann dadurch ein bisschen mehr seinen Gimmick zur Schau tragen, wenn das gemacht werden muss. Oder ihr könnt das machen wie bei Dragon Ball oder bei anderen Animes, indem ihr eure Attacken ansagt sozusagen. Also wenn es heißt Stunner, dann kommt der Stunner. Ich meine, ich habe mich nicht umsonst angezogen wie ein Pikachu. Da werden die Attacken auch vorher angesagt. Und hey, es hat auch dann einen höheren Erkennungswert. Wenn man eben von der Sweet Chin Music redet, dann weiß man ganz genau, es geht um den Superkick von Shawn Michaels und von niemand anderem. So, kurz und knackig, so werden die nächsten Videos auch. Was ist denn euer liebster Finishing Move? Oder habt ihr auch einen liebsten Signature Move? Die meisten achten da leider kaum drauf. Aber lasst es mich in den Kommentaren wissen. Like wird immer gern gesehen, Subscription auch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!